Ich bin der Günther, ich komme aus Sörenbude. Willkommen zu einer etwas anderen Folge von New Pokémon Snap. Was heute nämlich los ist, relativ simpel, ich muss nachkommentieren. Ich muss nachkommentieren, weil ihr habt bestimmt mitbekommen, mein Laptop ist kaputt gegangen und das war diese und die nächste Folge, waren gefühlt die Übergangsfolgen, kann man sagen. Ich habe beide Folgen aufgenommen und den Laptop dann wieder in mein Zimmer gebracht und dann ging er nicht mehr an. Das heißt, die Audio, die ich dazu aufgenommen hatte, war weg und die Videodatei eben noch da. Dementsprechend sitze ich jetzt ein bisschen später hier und kommentiere das Ganze nach. Was mir nicht aufgefallen ist, was ich auch nicht verstehe, ist, dass auch die Ingame-Audio anscheinend weg ist, weshalb ich einfach mal Musik angemacht habe. Aber ja, ich hoffe einfach, dass es halbwegs klappt. Ich werde definitiv keine Texte vorlesen, weil das schaffe ich nicht. Ich versuche einfach ein bisschen chillig nachzukommentieren. Ich muss sagen, gerade bei der zweiten Folge ist es echt schade, dass es nicht geklappt hat, weil, boah, das war die Folge, die ich mit Abstand am meisten genossen habe in diesem Game bisher. Die war so nice, Alter, das ist mit Abstand mein Lieblingsareal im Game. Aber ja, zunächst einmal, nachdem ich den Wandelwald ja schon vor ein paar Folgen nicht zeigen konnte, weil da der Laptop abgeschmiert ist, was ein Ding ist, das hoffentlich jetzt nicht mehr so bald passiert mit dem neuen. Ja, ich habe halt den Wandelwald nochmal auf Level 2 gespielt. Hier kommt man jetzt zu einem Wechsel, wo man dann zu einer unterschiedlichen Jahreszeit kommen kann. Auf Level 1 sind andere wahrscheinlicher als auf Level 2. Und in meinem Fall war es jetzt der Herbst, während es in dem Run, den ich euch nicht zeigen konnte, der Frühling war, von dem ich euch einige Fotos gezeigt habe. Ich hoffe, das Video wird trotzdem letztendlich ganz angenehm. Ich versuche auf jeden Fall mein Bestes, um einfach bequem ein bisschen daher zu reden. Das Fasanoob gönnt sich definitiv eine Runde. Ich weiß nicht, ob sich die Mikro groß anders anhört. Mein Headset funktioniert im Moment auch nur so semi, wenn es Bock hat. Deswegen habe ich gerade mal mein gescheites Mikrofon für die Hörspiele drin. Muss aber relativ laut sein und übersteuern, weil sonst... Warte, bin ich behindert? Ich wollte gerade sagen, weil ansonsten die Ingame-Audio mich übertönt. Ich habe die Ingame-Audio... Ja, okay, meine Musik wird mich trotzdem übertönen. Ihr merkt, ich bin genial. Ich denke, es ist nicht zu schlimm, dass ich gerade nicht die ganze Zeit kommentiere, was im Hintergrund abgeht. Das meiste davon dürfte eigentlich relativ selbsterklärend sein. Ist auf jeden Fall ein schönes Areal, durch das wir da wieder durchreisen. Und ja, was euch diese Folge noch erwartet, so sage ich einfach mal schon im Voraus. Falls, damit ihr vielleicht Bock bekommt, dran zu bleiben, zumindest wenn ich mich gerade... Obwohl, ich will keine falschen Versprechungen machen. Entweder diese oder nächste gibt es ein Lumina-Pokémon. Ich bild mir ein, es wäre diese Folge. Bin mir aber nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass ich in dieser nur den Wandelwald und einen Durchgang vom Vulkan mache und damit das Lumina-Pokémon freischalte. An der Stelle habe ich mit Olaf ein bisschen diskutiert, weil ich dachte, auf Level 2 könnte man mit den Kristallblumen am Rand hier schon ein Rätsel lösen, wofür aber ein Pokémon hätte auftauchen müssen. Dieses Rätsel ist aber anscheinend erst nach der Story verfügbar. Apropos, wo wir das Game hier gerade haben, ist eine Weile her, seit ich die Folgen aufgenommen habe, deswegen weiß ich erstens nicht mehr, was passiert ist so wirklich. Aber vor allem wurde seitdem tatsächlich das erste und vielleicht einzige, weiß man nicht, kostenlose New Pokémon Snap Update angekündigt und veröffentlicht. Was natürlich schon eine coole Sache ist, also da kann man nichts sagen. Ich werde das auch definitiv mir angucken dann, sobald wir mit der Story durch sind. Das dauert nicht mehr so lange, gerade nach der nächsten Folge. Und ja, deswegen, hier haben wir das Kronjuwel, das hängt auch mit dieser Quest zusammen, die man mit den Kristallblumen dann haben kann. Aber geht jetzt eben noch nichts. Und da fliegen seltsame Katzen in meinen Weg. Hilfe. Das ist gruselig. Die sollten das nicht machen. Das sind Katzen. Die sollten nicht fliegen. Ich weiß, dank mir später für meine krasse Auffahrt. Ja,
Nachkommentieren ist bei mir nicht qualitativer als Live-Kommentieren. Ich weiß noch, dass es auch diese Folge sehr viele Szenen gab und nächste, wo ich mich sehr über die Bewertung des Games aufgeregt habe, die einfach Bullshit war. Aber ja, das hier ist das Endgebiet, das man jedes Mal beim Wandelwald trifft. Da ich Endgebiet sage, logisch, es ist das Letzte, hier ist auch das Ziel. Und ja, ich habe das Ganze einerseits gemacht, um mir mal Level 2 anzugucken, aber auch damit ihr den Wandelwald endlich mal seht, was noch ein Grund ist, warum ich diese Folge auf jeden Fall nachkommentieren muss, weil, Bruder, nochmal, ja genau, einfach nochmal jetzt das Ganze nachkommentieren. Ach, und ich sag's jetzt schon, wenn aus irgendeinem Grund hier beim Anhören die Ingame-Audio einfach nicht da ist vom Programm hier, vom Video, ich bin gerade irgendwie ein bisschen durch. Wenn die Ingame-Audio hier nicht da ist, aber wenn ich das Video schneide schon, dann muss ich so weit los, Alter, dann scheiß ich auf alles. Dann ist mir egal, dass die Hintergrundmusik behindert klingt, weil sie mit der vom Game selber kollidiert. Bruder, ich mache hier schon genug Scheiße durch in letzter Zeit. Das ist so viel Arbeit mit dem neuen Laptop, weil halt auch die ganzen alten Daten weg sind. Ich muss lauter Zeug neu basteln. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Ich muss Walross-Edition produzieren. Da bin ich mir auch immer noch nicht sicher. Okay, das bringt eigentlich nichts, euch das jetzt zu sagen, weil das nie im Leben früh genug rauskommt, das Video. Aber im Prinzip, ich habe jetzt zwar bis nach dem Urlaub, das ist bis inklusive Folge 9 aufgenommen. Und werde auch Folge 7 diese Woche noch hochladen und dann bin ich halt eine Woche im Urlaub. Ich weiß halt nicht, ob 8 und 9 pünktlich kommen können. Das hängt komplett vom Internet, das ich im Ferienquartier habe, ab. Wenn es reicht, damit ich mal ein Video hochladen kann, dann kommen die Folgen pünktlich. Wenn nicht, nicht. Es ist einfach verdammt viel Stress im Moment, aber es pendelt sich so langsam wieder ein. Auf dem Laptop geht jetzt langsam alles. Ich habe mein Aufnahmeprogramm wieder, das ich gerade auch tatsächlich verwende. Ich muss da zwar auch eine Ecke Video mit aufnehmen, aber hauptsächlich geht es hier sowieso um die Audio. Ich habe auch extra angeschaltet, dass die Audio extra aufgenommen wird zum Video. Und nehme dann nur die Audio und schneide sie unter die originale Videodatei. Weil ansonsten wäre die Qualität komplett rein. Okay, ich weiß gar nicht. Ich habe auf dem Laptop noch nicht versucht aufzunehmen. Der hat eine bessere Leistung als der davor. Vielleicht wird das auch halbwegs klappen. Naja, ich habe dann jetzt auf jeden Fall schon einiges gelabert, das auch nicht zum Thema passt, gerade da diese Folge nicht so lang ist. Irgendwie 20 Minuten, ihr seht's ja. Wir sind auch schon durch mit dem Wandelwald, haben einige Fotos, die wir hier bewerten lassen wollen. Viele nicht, sondern hier, das ist ein krasses Seelong, ich weiß. Und was dieses Bisasam so besonders macht, auch keine Ahnung. Und ja, am Ende habt ihr vielleicht gesehen, auch wenn ich nicht drauf geachtet habe, da erinnere ich mich noch, habe ich ein bisschen Buttons gespammt und dann halt noch kein Motivfoto dabei gemacht. Passiert halt, ne? Es Tromborg hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass das so scheiße war, mich ein bisschen aufgeregt, aber das Psiau hat funktioniert. Und ja, allgemein, Fasanoob, das habe ich schon 4 Sterne gehabt auf dem ersten Durchgang mit Diamant. Habe ich euch ja gezeigt. Bei diesem Durchgang gab es schon das ein oder andere Foto, das ich jetzt nicht so fair bewerte. Ja, das hat mich sowieso ein bisschen getriggert mal wieder. Diese 5 Punkte zu wenig, die sind halt immer lustig. Ja, Kecleon kriegt die Diamantsterne, Kostur so nicht im Ansatz. Das Pampam hat auch mehr bekommen, als ich erwartet habe, muss ich zugeben. Eigentlich hat es nicht so viel verdient. Und das Seelong sowieso. Ich sehe das auf diesem Foto immer noch nicht, auch wenn ich das Video jetzt nachgucke. Wie bekommt das 2800 Punkte? Ich sehe das Ding nicht mal. Aber ja, natürlich reicht es nicht für Level 3. Das war ja auch Bullshit. Ich habe auch schon erklärt im Verlauf der beiden Videos, dass ich auf jeden Fall vorhab, das Hauptlabor, die Hauptroute da auf Level 2 zu bringen. Ein Lumina-Pokémon auf Level 3 will ich mal machen. Und eine normale Strecke, wo ich wahrscheinlich entweder Vulkan
oder die Gegend, die wir in der nächsten Folge bereisen, die wir freigeschaltet haben, nehmen. Vulkan habe ich halt schon fast Level 3, tatsächlich ist die Sache. Aber das Gebiet, was wir danach freigeschaltet haben, ist halt mit Abstand mein Lieblingsgebiet. Ich liebe das so sehr, das ist so gut. Aber ja, wir müssen nochmal den Vulkan auf Level 2 erkunden, damit wir den Weg zum Lumina-Pokémon freischalten. Und genau das haben wir auch gemacht. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das mit dem Lumina-Pokémon doch erst die nächste Folge ist. Und in dieser Folge nur noch diese Runde im Vulkan ansteht. Und in der nächsten dann das Lumina-Pokémon. Einmal bei Tag die nächste Gegend und einmal bei Nacht. Ja, hier chillen schon einige Altarier. Ich wusste schon ein Pokémon, das mich auf Level 2 erwartet. Ja, und da steht's auch schon. Shinux, ihr wisst, ich feiere das Pokémon. Es ist wahrscheinlich eins meiner Top 3 Lieblings-Pokémon. Das ist nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall eins meiner Lieblings-Pokémon. Ja, allgemein am Eingang zum Vulkan, da chillen die Pokémon einfach. Das ist ganz angenehm. Apropos angenehm, ich muss gerade sagen, mein Winkel ist gerade ganz schön scheiße, weil es relativ hell auf meinem Bildschirm scheint, sehe ich gerade gefühlt sehr wenig, weil es so dunkel ist in der Gegend. Also, es macht es gerade für mich ein bisschen schwierig, damit zu kommentieren. Georock habe ich gerade noch erkannt. Hier die Gegend, muss man sagen, ist ein bisschen langweiliger schon, weil hier ist halt einfach nicht das Monagoras, das auf Level 1 ist. Das habt ihr ja noch gesehen, wenn ich es richtig im Kopf hab. Das Monagoras, ja, da ist ein seltsames Glumanda. Aber das Monagoras ist halt einfach nicht hier, was die Gegend schon ein bisschen langweiliger macht, muss man so sagen. Aber ändern kann ich sowieso nicht. Ich muss nur sagen, ich fände es eigentlich ganz cool, wenn man auch nochmal auf Level 1 spielen könnte. Ich meine, es ist nicht unbedingt logisch, das ist klar. Aber es gibt bestimmt ein, zwei Fälle, in denen man das ganz gern machen würde. Deswegen hätte man es vielleicht einbauen können, dass man auch nochmal auf Level... Okay, oh Gott, ich sehe gerade gar nichts. Hilfe, ich sehe Black Screen, literally. Er gesagt, Black Screen und diese Umrisse vom Fotozeug. Ach ja, da chillen die Monagoras übrigens. Die pennen hier einfach. Ich meine, why not? Ich habe irgendwie versucht, es aufzuwecken, wollte aber nicht. Diese Bernsteinstücke sehen echt cool aus und passen auch zur Gegend. Da chillt übrigens noch ein Monagoras. Ja. Wir müssen jetzt auch einen anderen Weg fahren als auf Level 1, denn der eigentliche Weg, den wir da gefahren sind, sieht man ja. Der wird von den Monagoras blockiert. Deswegen kann man da nicht lang, sondern kommt in diese Gegend mit blauer Lava. Und eigentlich war das Commentary über diese gesamte Stelle mit der blauen Lava ein und dieselbe Debatte. Okay, es waren zwei Debatten. Einerseits weiß ich, dass da eigentlich ein Flamara spawnen kann, was bei mir nicht aufgetaucht ist. Und ich wollte die ganze Zeit, dass das spawnt, weil Evoli-Entwicklung, ihr wisst, ich simpe für Evoli-Form. Ach ja, und da unten haben wir in Glumanda das satanistische Rituale vollführt übrigens. Ich meine, seht ihr, es beschwört gerade ein Höllenportal. Es ist sehr satanistisch. Nicht nur ein bisschen, es ist sehr satanistisch. Und ihr seht auch, wie die Äpfel da noch verbrennen, wenn man es reinwirft. Da ist noch ein Shinux, habe ich natürlich erstmal Anfälle bekommen. Natürlich verbrennen die Äpfel, wenn man sie in die Lava wirft. Außer die Lava ist blau, dann machen sie das nicht. Obwohl es eindeutig auch Lava ist und der Färbung nach eigentlich sogar noch heißer sein müsste. Das war genau das, worüber ich mich die ganze Zeit aufgeregt habe an der Stelle. Ich meine, what? Warum verbrennen die Äpfel nicht in der blauen Lava, aber in der orangenen schon? Was ergibt das für einen Sinn? Und ja, ich rante da jetzt nochmal drüber. Oh, das ist halt cool, wie das hier alles zu leuchten beginnt. Wenn man das mal drückt, den Button, genau. Das ist eine fucking Kristallblume, die ich mit Chemikalien abwerfe. Was für Button drücken. Und ich bin mir gerade ehrlich gesagt selber nicht mehr sicher. Die Folge geht 20 Minuten. Wir sind bei einer Viertelstunde und das Level endet jeden Morgen. Okay, naja, mit Bewertung und dem Gelaber danach. Ja, das ist der letzte Durchgang des Videos.
Hier haben wir nochmal die normal orangene Laber. Ich laber auch wieder scheiße. So, Tornupdu chillt hier auch. Macht ein paar Posen gleich. Ich weiß nicht, warum der eine sich da so gefreut hat. Ja, da habe ich ein Foto tatsächlich noch erwischt. Ein Aerodactyl kommt auch nochmal an. Werfe ich nicht noch einen Apfel hier in die Lava? Einfach aus Prinzip. Ich bild mir ein, dass ich das gemacht habe. Und wenn ich es nicht gemacht habe, bereue ich es nicht getan zu haben, Digga. Fürs Prinzip. Why? Ich werde das nicht nachvollziehen. So. Hier, das Aerodactyl hätte, glaube ich, noch eine Pose gemacht, oder nicht? Naja. Ich habe auf jeden Fall ein Foto geschossen. Guck mal. Ein Apfel in die Lava. Der verbrennt ja. Wisst ihr warum? Weil das Sinn macht. Auch in blauer Lava. Boah. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Ich bin es gar nicht gewohnt, im Sitzen zu kommentieren. Aber ich kann dieses Mikro im Stehen gar nicht verwenden. Ich mache sonst echt nur Hörspiele, so wie ich das gerade mache. Das Ding ist halt einfach viel zu groß, um es unten am Fernseher zu benutzen. Deswegen nehme ich das da nicht. Es ist schon so richtig, was man fett befestigen muss und alles. Ja, das Altaria-Foto, was ich hatte, habe ich halt schon gesehen, war halt einfach besser als die, die ich da hatte. Aerodactyl, alles 0 Sterne, auch wenn das Foto halt schon sehr gut war in meinen Augen. Ich weiß nicht ganz, warum das letzte 2 Sterne hatte bei Georock. Ich hätte gerade fast Geradax gesagt, das ist ein bisschen was anderes, behaupte ich mal. Das Glumanda, das satanistische Rituale vollführt, hat 3 Sterne. Aber 3 Sterne hatte ich halt schon bei Glumanda, genau wie einen. 2 aber nicht, deswegen habe ich, glaube ich, das da genommen. Auf dem ich gerade war. Nee, stimmt. Ich habe gesagt, scheiß drauf. Satanistische Rituale gehen vor. Ich weiß nicht, ob ich das 1:1 so gesagt habe. Ja, das Monagoras ist kacke. Also auf jeden Fall habe ich es mir gedacht. Hier ist klar, ein 3-Sterne-Foto wusste ich auch direkt. Das da. Und ja. Damit haben wir das auch durchgemacht. Den Vulkan Level 2. Das Altaria ist auch Diamantsterne, aber es ist einfach schlechter als das da. Bei dem Shinox habe ich ihm schon gesagt, Digga, du gibst mir da 4 Sterne oder ich gebe dir so eine dicke Schelle. Und zum Glück hat er mir 4 Sterne gegeben. Aber die Stellen, wo ich mich richtig aufgeregt habe über die Bewertung, waren auch erst im nächsten Part. Und hier, wo ist denn das linke besser? Das sieht man auch daran, ich gehe da nach rechts und nehme das rechte. Und wie das 3-3 ist, ist mir auch ein Rätsel immer noch. Ja, das habe ich mir schon gedacht, ist nicht so krass. Da haben wir Goldsterne statt Silber, satanistische Rituale auch noch. Das ist eine Win-Win-Situation für mich. Dementsprechend ausgewählt. Da hat die Positionierung mir den Arsch ziemlich gerettet. Ja, das ist einfach Trash. Mein erstes Monagoras war schon nicht gut, aber so scheiße war es jetzt auch nicht wieder da. Kurtel ist ein decent Foto, bisschen klein vielleicht. Beim Schneckmark, okay, ich glaube, ich habe mich da im Video gar nicht aufgeregt, aber ich muss sagen, so im Nachhinein, das erste war doch echt nicht so schlecht im Vergleich. Und wie das 4-3 ist bei der Größe, hat mich ehrlich gesagt gewundert, weil das war doch nicht groß. Reicht natürlich nicht für Level 3, auch wenn es tatsächlich nicht so weit weg ist. Weshalb ich auch da eben gesagt habe, vielleicht Vulkan Level 3, weil das ziemlich schnell geht. Übrigens, wir haben hier Neuigkeiten, krass. Ich habe einfach mal versucht, das jetzt vorzulesen. Ist halt toll, wenn das Video in seinem eigenen Speed läuft und ich nicht mehr weiß, wie ich da vorgelesen habe. Dementsprechend. Ja! Macht's nicht einfacher für mich. Naja. Insert Loading Screen Huffern muss man gar nicht reinfügen. Ja, wir haben natürlich auch an dem Ort Ruinen gefunden. Von denen hab ich auch, die habe ich gescannt, ein Foto von gemacht. Ich glaube, ich habe dann auch irgendwie kurz Trash Talk geführt. Ja, die Diskussion ist so ungefähr, diese Ruinen wurden von irgendwelchen Menschen aus irgendeinem Grund errichtet.
Und übrigens, in dem fetten Loch da in der Wand, da ist Lumina-Energie drin. Deswegen sollten wir da vielleicht hingehen. Das ist so ungefähr die Ausstattung. Und ja, da ist ein Tunnel, der zu einem weit entfernten Vulkan führt. Da sind Lumina-Pokémon, beziehungsweise da ist ein Lumina-Pokémon drin. Ich hatte ehrlich gesagt das vertauscht. Aber auf jeden Fall war es das auch mit der ersten Folge von New Pokémon Snap, die ich nachkommentieren muss. Wenn es euch trotz dieser etwas anderen Umstände gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und oder ein Abo auf dem Kanal da. What the fuck, habe ich so lange gelabert? Das Video geht noch 20 Sekunden. Beim nächsten Mal sehen wir dann eben das Lumina-Pokémon und mit Abstand meine Lieblingsgegend in diesem Spiel. Seid dabei, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Tschö mit Ö.